Wir wollen kein generelles Böllerverbot, sondern dort, wo es eben zu dieser Herausforderung führt, in den entsprechend großen Straßenzügen oder an Plätzen, wo sich die Menschen versammeln. So Leute, 23.56 Uhr, erstmal Kräscher. Ich denke mal, Silvester, das ist bei uns eine Kultur, die besteht schon lange. Und dieser Feinstaub, wissen Sie, das wird alles so hoch sterilisiert. Nicht nur die Böller-Verrückten würde es hart treffen. Die Folge wäre eine Insolvenzwelle in der Branche. Mit einer Jahresproduktion von etwa 25 Millionen. Des Verkaufs von Pyrotechnik vor Silvester. Das wird vom Bundesinnenministerium. Es ist so, dass wir mit der Politik, mit Anwälten, mit jeglicher Couleur intensiv zusammenarbeiten und an allen Fronten Vollgas geben, voll kämpfen. Was wir allerdings an dieser Beschlussfassung jetzt sehen, ist, dass der illegale Handel jetzt blühen wird und damit erst recht Unfälle mit Feuerwerkskörpern passieren. Die Pyro-Fans zieht es jetzt ins Ausland über die polnische Grenze. Ich habe jetzt 200 Euro knapp ausgegeben, gar nicht so für Knaller, sondern eher so für Leuchtfeuerwerk, dann eher auch für die Kinder und so. Wir haben auch diese Polenböller eingefahren, ne, vom Ausland, und diese sind ja so gefährlich, ne? Also ein generelles Feuerwerksverbot ist ein großer Eingriff in die Freiheit. Freiheit ist unser oberstes Gut. Gerade in der Pandemie sollten wir damit sensibel sein. Ich bin der Meinung, das Feuerwerk sollte erhalten bleiben. Zumindest zu Silvester, das ist einmal im Jahr, und ich denke, das ist okay. Ich selber bin kein Fan von Feuerwerk, zum Beispiel aus Umweltgründen. Aber irgendwie ist es schon ein schöner Gedanke, sich von diesem Jahr mit einem großen Knall zu verabschieden.